Erstmal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Powerplay, der ersten in der neuen Saison. Bei diesem TV-Spiel trafen die Spielerinnen des TC Salzburg Eagles in der Eisarena im Volksgarten auf den RSC Planegg aus Bayern. Von diesem Spiel sehen wir gleich das erste Drittel. Im Vorbereitungsspiel zwischen dem TC Salzburg Eagles und dem ESC Planegg aus Bayern zunächst einmal den rot spielenden Bayern am Bock. Wiederum die Eagles. Aber die Eagles bringen den Puck zunächst nicht aus der eigenen Hälfte heraus und ihr seht es natürlich, wir befinden uns dieses Mal in der Eisarena Salzburg im Volksgarten. Wie gesagt, ihr seht es auch oben eingeblendet, Spielstand logischerweise torlos 0:0. Jetzt wieder die Planeggerinnen. Bislang gut aufgepasst. Und es ist zu sagen, dass die Salzburgerinnen natürlich auch eine neue Torfrau haben, deren Namen ich allerdings noch nicht weiß, aber da ja auch heuer geplant ist, dass wir hier auf FS1 einige Damen eines Hockeyspiele zu Gesicht bekommen werden, werde ich auch bis dorthin den Namen sicherlich noch in Erfahrung bringen. Jedenfalls steht es hier torlos 0:0. Wiederum die Eagles am Puck. Können sich da nicht wirklich durchsetzen. Wiederum die Eagles. Neuer Versuch, sollten abziehen. Sehr schön gemacht und bislang eine gute Parade von der neuen Torfrau des DEC Salzburg Eagles. Es bleibt somit vorerst beim 0:0. Ja, ihr wisst es natürlich, in der European Women Hockey League EWHL werden ja die Spiele ähnlich wie in der Bundesliga auf 3 Dritteln gespielt und gibt es da kein Ergebnis, gibt es eine Overtime und damit auch eventuell ein Penalty-Shootout. Wie es allerdings hier bei diesem Freundschaftsspiel sein wird, das werden wir noch im Laufe der Sendung sehen. Weil, wie gesagt, beim Freundschaftsspielen können sicher beide Teams das ausmachen, ob eine Overtime gespielt wird oder das Spiel auch bei Unentschieden nach 3 Dritteln beendet ist. Jetzt wieder die Eagles, die hier den Puck verlieren. Gut aufgepasst und vielleicht noch ein Wort zu den Planeggerinnen. Sie heißen ja die Penguins, genauso wie jene Mannschaft, bei der auch ich dabei bin. Allerdings sind meine Penguins aus Ried im Innkreis und vielleicht schaut dort gerade wer zu. Einen schönen Gruß auch dorthin. Schuss gut gemacht. War nicht so einfach, wie es vielleicht hier aussieht, obwohl zu sagen ist, dass der Torschuss ja doch sehr, sehr zentral war. Wiederum die Planeggerinnen. Immer noch die Spielerinnen aus Planegg. Schuss! Und dort! Das gibt es ja nicht! 0:1 aus Sicht des DC Salzburg Eagles. Direkter Schuss und keine Chance für die Salzburger Dorffrau, da irgendetwas zu machen. Ja, sowas ist natürlich für Torleute alles andere als
angenehm. Wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Ein alles andere als optimaler Beginn aus Sicht der Salzburgerinnen. Na, immer noch die Salzburgerinnen, dieses Mal im Angriffsdrittel. Schuss, gut gemacht, aber die Torfrau der Salzburgerinnen konnte sich hier auszeichnen und einen Gegentreffer verhindern. Pass, dieses Mal die Planeggerinnen in der eigenen Verteidigungszone. Wiederum eine schöne Aktion, vielleicht etwas über die Seiten versuchen. Ja, wie gesagt, es ist ein Vorbereitungsspiel für beide Mannschaften und somit ist es in erster Linie wichtig, dass beide Mannschaften sowie auch ihre Trainer entsprechende Erkenntnisse gewinnen, wo sie noch für die weitere Saisonvorbereitung arbeiten müssen. Und genau dafür sind solche Spiele ja gedacht. :1 der aus Sicht des TC Salzburg Eagles unerfreuliche Zwischenstand hier in dieser Begegnung. Und die Frage ist natürlich, können die Salzburgerinnen ausgleichen? Hier zunächst eine schöne Parade der Salzburger Torfrau. Auch da war dieser Schuss nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussieht. Wiederum die Planeggerinnen. Und jetzt schöner Angriff über die rechte Seite aus meiner Sicht. Aber die Planeggerinnen starten ihrerseits eine Gegenoffensive. Wiederum eine gute Aktion. Ja. Aus Sicht der Salzburger Torfrau ebenfalls von links, also da könnte es durchaus nicht ungefährlich, durchaus gefährlich werden. Aber der Puck befindet sich hinter dem Tor. Ja, wir sehen natürlich auch das Trapez hinter dem Tor und ihr wisst es. Nur innerhalb des Trapezes dürfen die Torleute den Puck spielen. Und Vorderlinie natürlich überall. Ist seit der vergangenen Saison eine neue Regel, die übrigens auch in den unteren Amateurligen so gepfiffen wird. Wiederum sicher gehalten von der Salzburger Torfrau. Und somit gibt es logischerweise Bulli vor dem Tor der Salzburg Eagles. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, ob es da noch tormäßig was zu sehen gibt. Naja, aus Salzburger Sicht wäre es durchaus zu hoffen.
wiederum die Salzburgerinnen im Angriff. Und schon geht es wieder zurück. Bislang eine Begegnung mit relativ wenigen Unterbrechungen. Ja, jetzt müsste allerdings auch der Schiedsrichter drauf pfeifen, Tor verschoben. Und ja, ich glaube, diesbezüglich habe ich mich zu früh gefreut. Es gibt also wieder logischerweise Bulle, dieses Mal in der neutralen Zone, wie der mittlere Bereich der Eisfläche genannt wird. Die neutrale Zone befindet sich zwischen den beiden blauen Linien, den sogenannten Blue Lines, und zwischen den Blue Lines und dem Tor ist jeweils die Angriffs- bzw. Verteidigungszone, je nachdem, ob es die Mannschaft ist, die den eigenen oder gegnerischen Torleute sich befinden. Warum ich hier ausnahmsweise gendere, ist, dass es in diesem Fall jeweils zwei Torfrauen sind, denn wir beobachten ja ein Damen-Eishockeyspiel. Sonst bin ich persönlich allerdings nicht gerade ein Fan davon. Aber dieses Damen-Eishockeyspiel gefällt mir bislang durchaus gut, auch wenn es natürlich als Salzburg-Fan ja noch durchaus Tore für die Salzburgerinnen geben sollte. Wiederum die Salzburgerinnen am Puck. Ja, gut gemacht, aber eben so gut aufgepasst von der Torfrau des ESC Planik, der jetzt wieder im Angriff ist. Ja, hat sich da doch etwas verdändelt. Aber die Planikerinnen können den Puck in ihren Reihen behalten, hier dieses Mal in der eigenen Verteidigungszone. Ja, guter Einsatz von der neuen Torfrau der DC Salzburg Eagles, die jetzt wieder im Angriff sind. Schöne Kontermöglichkeit. Na, vielleicht mehr schießen und nicht versuchen, die Scheibe hineinzutragen. Das könnte durchaus ein Rezept sein. Kontermöglichkeit, jetzt heißt es aufpassen. Ah, gut gemacht. Schön reagiert von der Salzburger Torfrau und die Planikerinnen, die befördern den Puck am Tor vorbei. Doch die Gefahr an sich ist nicht vorbei. Immer noch die Planikerinnen. Spielerinnen des ESC Planik. Wie gesagt, eine Mannschaft aus Bayern. An dieser Stelle auch für alle, in dem Fall, dass irgendjemand via Internet zuschaut, einen schönen Gruß auch dorthin.
Ja, und vielleicht sollte ich auch noch kurz etwas über Planegg erzählen. Es ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis München, südwestlich von München, im Tal der Würm. Jetzt wissen wir auch, wo die Gestne herkommen. Wieder ein Pass, die Planeggerinnen bleiben dran. Immer noch die Planeggerinnen. Und das Spiel ist erneut unterbrochen. Es gab natürlich kein weiteres Treffen. Und für alle, die später zugeschaltet haben, ihr seht es um eingeblendet. Die Planeggerinnen führen mit 1 zu 0. Und das, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, durchaus verdient. Wiederum die Eagles am Puck. Jetzt wieder die Planeggerinnen. Schuss. 0 Tor! Da ist der Ausgleich zum 1:1 herrlich gemacht. Und damit ist alles wieder offen in dieser ja durchaus interessanten und kurzweiligen Partie. Herrlich gemacht und auch dieses Mal war die Torfrau der Planeggerinnen ohne wirkliche Abwehrchance. Das war aus meiner Sicht die absolut richtige Antwort auf das 0:1. Es hat zwar etwas gedauert, aber es heißt ja nicht umsonst, gut Ding braucht Weile. Wiederum die Eagles, die nachsetzen. Ja, gute Aktion. Die Eagles werden stärker. Schuss. Gut abgewehrt von der Torfrau des ESC Planegg. Ja, eine durchaus interessante Partie jetzt in dieser Phase. Und die Gästen bleiben dran. Jetzt vielleicht noch eine schöne Aktion, allerdings etwas missglückt aus Sicht des TC Salzburg Eagles.
Schuss. War das ein Tor? Nein, sieht derzeit nicht so aus. Gut aufgepasst von der Salzburger Torfrau. Es bleibt vorerst beim 1:1. Wiederum erneut unterbrochen. Die Torfrau der Salzburgerin hatte nämlich die Scheibe in ihrer Fanghand und es gibt somit erneuten Bulle. Scheitern zunächst, ja, aber die Eagles bringen den Puck nicht aus der Gefahrenzone, geben ihn fast für meine Begriffe etwas fahrlässig her. Und wiederum ist der Puck in der eigenen Verteidigungszone. Schuss! Der Puck geht noch vorbei. Sollten sich jetzt allerdings nicht spielen. Schuss! Und da ist es passiert, das 1:2 aus Sicht der Gastgeberinnen. Dieses Mal keine Chance für die Salzburger Torfrau. Und somit auf jeden Fall eine verdiente 2:1 Führung für den DSC Planegg. Ja, der SC Planegg wurde übrigens im Jahr 1991 gegründet und spielt in Deutschland in der Frauen-Bundesliga sowie auch in der Elite Women's Hockey League, der EWHL. Ja, es ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man den Puck aus der eigenen Gefahrenzone herausbringt. 1:2 der aus Sicht des DC Salzburg Eagles unerfreuliche Zwischenstand. Ja. Sehen wir noch vor der ersten Drittelpause einen Ausgleich oder bleibt es beim 1:2 nach 20 Minuten? Wir sind auf jeden Fall gespannt und das Spiel ist natürlich auch hier erneut unterbrochen. Ihr wisst es natürlich sicher, dass 3x20 Minuten Netto-Spielzeit sind. Das heißt, die Uhr wird bei jeder Unterbrechung angehalten, was die Brutto-Spielzeit natürlich sinngemäß entsprechend verlängert. Sehr gut aufgepasst von der Salzburger Torfrau. Ja, wieder ein schöner Zweikampf bei der Bande, den die Planeggerinnen gewinnen. Ja, mittlerweile kann ich auch schon den Namen der neuen Torfrau, Nummer 1, es ist McKenna Huslander, ein Name, den ich mir wahrscheinlich merken werde müssen und natürlich eher schwierig zum Aussprechen. Aber bislang macht es ja ihren Job wirklich ausgezeichnet und das möchte ich an dieser Stelle festhalten.
gut gemacht und sicher gehalten von McKenna Huslander, die übrigens seit dieser Saison aus den USA zum DEC Salzburg Eagles gekommen ist und nun auch in der European Women Hockey League eingesetzt werden wird. Wir werden sie sicherlich noch des Öfteren hier in der Sendung Powerplay auf FS1 sehen, wo ich euch das eine oder andere Spiel dieser interessanten Liga, die für meine Begriffe zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, zeigen werde. Ja, das Spiel ist wiederum unterbrochen und dürfte sich in der Schlussphase des ersten Drittels befinden. Bislang haben wir 3 Tore gesehen, 2 davon allerdings leider Gottes auf der verkehrten Seite, nämlich auf Seite der Spielerinnen aus Planegg. Mittlerweile gibt es auch für die Planegg-Bayerinnen ein Powerplay und das, ja, war das vermeintliche Ende. Wir haben die Schlusssirene im Hintergrund gehört, allerdings dürfte es da technische Probleme geben. Das Spiel geht natürlich weiter. Und wird mit einem Pulli fortgesetzt. Wir sehen auf der Strafbank Eva Maria Ferwanner mit der Nummer 27. Somit müssen die Eagles in Unterzahl spielen und jetzt wäre es natürlich wichtig, den Puck vom eigenen Tor wegzubekommen. Schöne Aktion. Schuss sicher gehalten von McKenna Huslander, der neuen Torfrau des DEC Salzburg Eagles. Die Planeggerinnen setzen nach. Ah, schöner Einsatz. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und das war's. Es war wirklich die erste Drittelpause, Spielstand nach 20 Minuten 1. Im ersten Drittel brachten die Spielerinnen aus Planegg den Puck zweimal im Salzburger Tor unter, sodass der Spielstand aus Sicht der Gastgeberinnen 1:2 lauteten, da die Gastgeberinnen ja auch einmal anschreiben konnten. Aber wir wissen alle, dass ein Torunterschied im Eishockey genau nichts ist und so blieb das Spiel wenigstens spannend. Und wie es im zweiten Drittel aussah, das sehen wir jetzt. Wir befinden uns im zweiten Drittel des Spieles zwischen dem DSC Salzburg Eagles und dem SC Planegg, bei dem die Gäste aus Bayern mit 2:1 führen. Die Seiten wurden zum ersten Mal gewechselt. Und es geht natürlich munter und mit ziemlichem Tempo hier in diese Phase. Jetzt wieder die Gäste am Puck. Ja, gut gemacht, dieses Mal von der Salzburger Torfrau, heuer neu dazugekommen. Und das Spiel ist unterbrochen, gleich das erste Mal in dieser Begegnung. Die neue Torfrau heißt übrigens McKenna Huslander und trägt, wie ihr hier auf diesen Bildern erkennen könnt, die Nummer 1.
Schuss, ah? Glaube, dass Mekkener Huslander dieses Mal den Puck gefangen hat. Genau so ist es und somit gibt es logischerweise Bulle vor dem Tor der Salzburger Rennen. Ja, der Schuss ist wohl etwas abgerissen. Und wir hören es, beide Mannschaften sind wieder komplett und spielen jeweils 5 gegen 5, also in voller Stärke. Jetzt wieder die Bayerinnen im Angriff. Wiederum die Salzburgerinnen in den schwarzen Dresden am Puck. Aber vielleicht jetzt aufpassen. Gut gemacht. Aber die Spielerinnen aus Planegg bleiben im Angriffsdrittel. Können allerdings den Puck nicht wirklich gefährlich vor das Tor von Huslar. Ja, der Name ist noch etwas ungewohnt für mich. Daher bitte ich an dieser Stelle um Nachsicht. Mekkener Huslander, so ist der Name von der neuen Salzburger Dorfer, erst seit diesem Sommer bei den Eagles. Und es gibt Icing. Somit logischerweise wieder Bulli vor dem Tor von Mekkener Huslander. Und auf der Ersatzbank der Salzburgerinnen sitzt übrigens als Backup Anna Doppler. Und es wird sich noch herausstellen, ob sie auch in diesem Spiel im Einsatz kommt. Aber das entscheidet ja der Trainer der Eagles, Frank. Seewald. Jetzt wieder die Eagles an der Scheibe. Ja, schöne Aktion, aber gut aufgepasst von der Planegger Dorffrau. Na, da gibt es, glaube ich, eine Strafe für die Planeggerinnen. Ja, so ist es auch. Powerplay für den DC Salzburg Eagles. Völlig zu Recht, ich glaube. Ja, auf jeden Fall Powerplay für den DC Salzburg Eagles. Die Frage ist, können die Eagles das Powerplay, das sich jetzt ihnen bietet, nutzen? Wir sind gespannt.
wiederum die Eagles im Angriff. Jetzt in der eigenen Verteidigungszone. Da sollte man natürlich mit der Scheibe nicht unbedingt herumspielen. Wiederum die Eagles. Ja, mittlerweile dürfte es wieder ein Icing gegeben haben. Somit logischerweise Tor von McKenna Huslander. Wiederum die Eagles im Angriff. Ja, gut angedacht, aber da könnte durchaus mehr gehen. Ja, ist natürlich sehr schwer bei einer wirklich, man muss es wirklich objektiv sagen, sehr guten Torfrau, dem Puck im Tor unterzubringen, aber genau das ist die Aufgabe von Torleuten, Tore zu verhindern. Jetzt wieder ein Angriff. Ah, da hat die Verteidigung aus meiner Sicht nicht gerade gut ausgesehen. Und ja, es gibt erneutes Icing. Und Bolle vor dem Tor der Salzburgerinnen, in der nach wie vor McKenna Huslander steht. Ja. Wiederum die Planeckerinnen. Ah, gut gemacht. McKenna Huslander. Ja, auch im zweiten Drittel bislang eine sehr gute Leistung, wie ich auf diesem Fall wohl mit Fug und Recht sagen kann. Wiederum die Eagles. Ah, da ist es halt sich schwer durchzusetzen. Vielleicht jetzt. Ja, da könnte durchaus noch mehr gehen. Denn die Planeckerinnen sind zunächst in der eigenen Verteidigungszone, können sich jetzt allerdings
befreien. Ah, das ist nicht ungefährlich. Immer noch Tegels, vielleicht jetzt. Ah, gut gemacht von der Blanicker Torfrau, die hier einen Treffer der Salzburgerinnen mit einer durchaus guten Parade verhindern konnte. Ja, vielleicht noch ein Wort zu beiden Torfrauen. Beide machen ihre Arbeit wirklich bislang ausgezeichnet, was sich auch in der Tatsache widerspiegelt, dass im ganzen Spiel erst 3 Tore gefallen sind, zumindest nach bisherigem Stand, wobei allerdings leider aus meiner Sicht 2 auf Seiten der Blanickerinnen gefallen sind. Daher logischerweise der Spielstand, ihr seht es oben eingeblendet, 1:2. Und die Blanickerinnen bleiben an der Scheibe und im Angriffsdrittel. Ah, Schuss. Sehen wir vielleicht jetzt noch den Ausgleich. Der wäre natürlich jetzt sehr, sehr wichtig. Und könnte durchaus noch einige Kräfte hier in dieser Begegnung freisetzen und das Spiel wieder spannender machen. Und das wäre dieses Mal aus Salzburger Sicht durchaus wünschenswert. Aber davon ist bislang nichts zu sehen. Eine weitere Parade der Blanicker Torfrau. Spielstand 1:2. Hier in dieser Begegnung. Ja, einige Mehrkämpfe hier auf der Bande, wie wir hier auf diesen Bildern sehen. Ja, da geht es natürlich auch ordentlich zur Sache. 2 Spielerinnen der Blanickerinnen behindern sich gegenseitig, was auch natürlich nicht unbedingt ideal ist. Und es gibt eine erneute Strafe für die Blanickerinnen. Und die Blanickerinnen wechseln bei der Gelegenheit gleich ihre Torfrau. Und ja, wir sehen es, Powerplay für den TC Salzburg Eagles. Natürlich ist es auch bei einem Vorbereitungsspiel gut, wenn beide Torleute zum Zug kommen, um wirklich einigermaßen objektive Bilder zu bekommen. Die Eagles bleiben an der Scheibe. Ah, gut aufgepasst. Erste Puckberührung und souverän gemeistert.
Und da gibt es eine weitere Strafe gegen den ESC Planegg. Somit 5:3 Powerplay aus Sicht der SalzburgerInnen. Bin ja mal gespannt, ob es den Eagles gelingt, daraus etwas zu machen. Da gibt es natürlich auch gleich ein weiteres Timeout. Ich glaube für den ESC Planegg, wo beide Trainer noch die Möglichkeit haben, ihren Spielerinnen noch Anweisungen mit aufs Eis zu geben, die sie dann in weiterer Folge dieses Spieles umzusetzen haben. Ja, und ich glaube natürlich auch Frank Seewald. Ja. Es ist bislang noch kein Torfrauenwechsel auf Seiten des DC Salzburg-Eagles geschehen. Vielleicht im Schlussdrittel, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Zunächst einmal schöner Zweikampf hier. In der Eisarena. Ja, sollten sich was einfallen lassen. Schuss, bleiben allerdings in der Verteidigung hängen. Die Eagles können allerdings den Puck in der Angriffszone behalten. Ah, gut aufgepasst. Da bekommt jetzt die neue Frau, die am Anfang auf der Ersatzbank gesessen ist, so einiges zu tun. Und ja, man kann es auch bisher mit Fug und Recht sagen, sie machte ihre Aufgabe bislang sehr souverän. Genauso wie in dieser Situation richtig gestanden. Und somit kein weiterer Treffer. Ja, wieder die Eagles. Vielleicht jetzt. Der Schuss war nicht ganz ungefährlich. Ja, gut aufgepasst von der Salzburger Torfrau McKenna Hulslander. Ah, gut aufgepasst. Ah, schön gemacht von McKenna Hulslander.
Wiederum ein Angriff der Planikerinnen, kein Abseits, aber gut aufgepasst von McKinnon Hulslander. Ja, bislang eine ziemlich große Mauer hier aus Seiten der Salzburgerinnen und bislang in dieser Phase aus meiner Sicht die beste Spielerin am Eis. Ja, geht drüber. Ja, jetzt gibt es auf beiden Seiten einen durchgehenden Spielertausch, der ja, wie ihr wisst, beim Eishockey unbegrenzt oft möglich ist. Denn es gibt normalerweise sogar in der Bundesliga die Regel 30 Sekunden Shifts, das heißt, die Spieler werden alle 30 Sekunden gewechselt. Und das ist auch hier beim Damen-Eishockey klar der Fall. Natürlich ist es auch wichtig, wenn die Spielerinnen auch regelmäßig gewechselt werden. Denn Eishockey geht, ja, wie jede von euch weiß, der Eishockey spielt ordentlich an die Substanz. Diesbezüglich möchte ich natürlich auch kurz erzählen, ich habe auch einige gehört, die sagen, sie gehen ins Tor, weil sie keine Kondition haben. Dazu ist zu sagen, gerade im Tor ist eine gute Kondition erforderlich, da man zum einen üblicherweise durchspielt und zum anderen auch mit Abstand die meiste Ausrüstung, die natürlich auch, ihr euch sicher vorstellen könnt, ein Gewicht hat, tragen muss. Und wenn man einmal am Eis ist, dann braucht es natürlich auch ziemlich viel Kraft, wenn man aufsteht. Und da ist der Ausgleich zum 2:2. Herrlich gemacht. Und somit ist diese Begegnung auch wieder offen. Der Ausgleich war aus meiner Sicht längst überfällig, denn die Salzburgerinnen zeigten sich in diesem zweiten Drittel wohl wirklich verbessert. Das kann man an dieser Stelle wohl mit Fug und Recht sagen. Und somit gibt es logischerweise wieder Bulli hier im Mittelkreis, wie es bei jedem Tor üblich ist. Spielstand 2:2. Und somit ist alles wieder offen. Ja, das Spiel ist natürlich durchaus spannend. Im Spielstand von 2:2 und wir werden natürlich sehen, ob eine Verlängerung oder Overtime eventuell notwendig wäre und B, ob es die gibt. Denn ihr wisst es, beim Vorbereitungsspiel ist es eine Abmachungssache zwischen den beiden Mannschaften, ob ein Spiel nach drei Dritteln beendet ist oder ob es Verlängerung und
Penaltyschießen gibt. In der European Women Hockey League ist natürlich das die Regel und die Heimmannschaft muss auch laut Reglement für entsprechende Eiszeiten sorgen. Gut aufgepasst von der Salzburger Torfrau McKenna Holzlander. Die den Puck sicher gefangen hat. Zwei zu zwei der aktuelle Spielstand. Immer noch die Eagles an der Scheibe. Ja, jetzt sind nur noch wenige Sekunden hier in diesem zweiten Drittel zu spielen. Und das war's. Spielstand nach 40 Minuten 2 zu 2. Im zweiten Drittel hielten beide Torfrauen derartig gut, dass es sehr, sehr wenig Tore gab. Und das freut mich als Torhüter natürlich besonders. Somit gibt es auch ein Schlussdrittel, das wir jetzt sehen. Wir befinden uns im Schlussdrittel des Spieles zwischen dem TC Salzburg Eagles und dem SC Planegg, bei dem es 2 zu 2 steht. Mittlerweile haben auch die Salzburgerinnen ihre Torfrau gewechselt für die Nummer 1 McKenna Huslander. Hander steht jetzt mit der Nummer 33 Anna Doppler im Tor, die wir hier im Hintergrund sehen. Es steht 2 zu 2 durch zwei Tore der Planeggerinnen aus dem ersten Drittel und den Ausgleich des TC Salzburg Eagles knapp vor der zweiten Drittelpause. Und das Spiel bleibt auf jeden Fall spannend. Unter diesen Umständen würde es auch nach derzeitigem Stand in der Elite Women Hockey League EBHL eine Overtime geben, aber wir schauen natürlich auch, ob es in diesem Schlussdrittel noch weitere Tore gibt. Die Seiten wurden ein letztes Mal gewechselt. Zumindest wenn es nach regulärer Spielzeit geht und die Planeggerinnen sind wieder an der Scheibe. Gut gemacht, durchgesetzt und ebenso gut reagiert von Anna Doppler, der Torfrau des TC Salzburg Eagles, wie gesagt, im Schlussdrittel ins Tor gekommen. Wiederum die Planeggerinnen spielen übrigens in der deutschen Frauenfußball-Eishockey-Bundesliga, so muss ich es korrekt sagen, und konnten in dieser Liga auch schon einige Meistertitel erreichen. Also sind die Planeggerinnen auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Ja, gut gemacht von Anna Doppler, die sich hier bei diesem Schuss auszeichnen und einen Gegentreffer verhindern konnte. Aktuelle Spielsituation 5 gegen 5. Ja, ich habe es ja schon im ersten Drittel erwähnt, die
Planeckerinnen, die haben den Namen Pinguine und kommen aus einem Ort südwestlich von München, auch im gleichnamigen Landkreis. Wie ihr sicher wisst, ist die bayerische Landeshauptstadt München eine kreisfreie Stadt, was in Österreich etwa den Statuta Städten entspricht. Wiederum die Planeckerinnen an der Scheibe. Ja, da gibt es ein paar Freundlichkeiten, natürlich auch im Tamen-Eishockey. Und ja, ich glaube, die Spielerinnen hatten sich nur ganz kurz etwas zu sagen, aber nichtsdestotrotz gibt es eine Strafe. Auch in meinen Augen nicht ganz zu Unrecht, und zwar auf Seiten der Salzburgerinnen. Somit Powerplay für die Gäste aus Planegg. Gegen Rostcheck, ja. Ist natürlich unterbrochen und die Spielerinnen sind vor dem Tor von Anna Doppler, wie schon erwähnt, im Schlussdrittel auch ins Tor gekommen. Spiel natürlich wieder unterbrochen. Ja, jetzt geht's weiter. Schuss. Gut gemacht von Anna Doppler. Bislang einige schöne Saves verzeichnet. Jetzt wieder die Planeggerinnen an der Scheibe. Na, gut aufgepasst. Ja, da geht es natürlich flott hin und her hier in diesem Schlussdrittel. Was natürlich bisher positiv ist, dass es relativ flüssig verlaufen ist und wenig Unterbrechungen gibt. Aber wollen wir es auf jeden Fall nicht verschreien und mittlerweile sind beide Teams wieder komplett. Jetzt wieder ein schöner Angriff. Wir sehen es um, eingeblendet 2:2 der aktuelle Spielstand. Im Schlussdrittel dieser Begegnung.
Ja, mittlerweile die Planhackerinnen wieder am Bug. Ja, gut gemacht von Anna Doppler, die hier ein weiteres Mal sehr gut aufgepasst hat. Und ja, mittlerweile einen weiteren Treffer der Planhackerinnen verhindern konnte. Bislang eine, wie ich finde, fehlerlose Begegnung. Ja, die von hier. Ja, jetzt häufen sich natürlich die Unterbrechungen. Ich hab's leider Gottes verschrien, was man natürlich nicht unbedingt tun sollte. Bulle dieses Mal vor dem Tor der Planhackerinnen. Ja, der Pass war Gott sei Dank aus Salzburger Sicht da etwas ungenau. Und ja, bislang konnte ich den Eindruck gewinnen, dass beide Teams sich eher darauf beschränken, das Ergebnis zu verwalten, was denn durchaus im Eishockey ins Auge gehen könnte. Denn 2:2 ist ja im Eishockey relativ wenig. Wiederum die Planhackerinnen. Ja. Mein Eindruck ist, dass die Pässe jetzt nicht mehr wirklich ankommen. Wiederum die Planhackerinnen im Angriff. Ja, gut aufgepasst von Anna Doppler. Ja, nicht so viel in der eigenen Verteidigungszone herumspielen. Schuss. Ah, die Planhackerinnen schießen aus allen Lagen.
Ja, jetzt wäre es natürlich wichtig, wenn eine Mannschaft den Puck im Tor unterbringen würde, denn ich lege mich fest, das nächste Tor wird entscheidend sein. Zumindest dann, wenn es fallen würde. Ob das der Fall ist, da sind wir auf jeden Fall noch gespannt. Wiederum die Planigerinnen, die Torfrauen der Planigerinnen aus dem eigenen Tor, was nicht ungefährlich ist. Ja, Spiel unterbrochen. Und es war eine weitere Strafe. Die Frage ist natürlich, für wen? Es sind die Salzburgerinnen. Somit Powerplay für die Spielerinnen des ESC Planegg. Ja, einige Abstimmungsprobleme noch, dieses Mal vor dem Tor von Anna Truppler. Und schön gemacht von den Eagles, die jetzt eine Kontermöglichkeit starten. Ja, bislang kann man sagen, dass das penaltige Killing auf beiden Seiten bislang gut ab, kein einziges Tor im Powerplay. Hier bei dieser Begegnung. Wiederum die Planeggerinnen, gut angedacht, aber nicht gut genug, um Anna Doppler im Tor des TC Salzburg Eagles zu bezwingen. Die Planeggerinnen bleiben dran. Immer noch die Planeggerinnen. Ja, schöne Aktion. Ja, auch hier geht der Puck nicht aus der Gefahrenzone und genau so kassiert man ein Tor. Aber dieses Mal hat Anna Doppler im Tor des TC Salzburg Eagles sehr gut aufgepasst. Somit kein weiterer Treffer. Es bleibt beim 2:2. Und es gibt wieder Pulli vor dem Tor von
Anna Doppler. Wie gesagt, zur Schlusstitel hierher aufs Eis gekommen. Bislang steht es nach wie vor 2:2 und hier konnte sich Anna Doppler ein weiteres Mal auszeichnen. Gibt es noch weitere Tore oder nicht? Wir sind auf jeden Fall darauf gespannt. Auf jeden Fall dürften beide Trainer hier einige Erkenntnisse gewonnen haben. Wiederum die Eagles hinter dem eigenen Tor. Immer noch die Planegerinnen, wie gesagt, in der deutschen Frauen-Eishockey-Bundesliga im Einsatz und auch dort mehrere Male Meisterinnen geworden. Und auch dieses Mal konnte sich Anna Doppler ein weiteres Mal auszeichnen. Heuer, wie gesagt, in der Elite Women's Hockey League im Einsatz, also von der zweiten in die erste Mannschaft aufgestiegen. Die zweite Mannschaft, der Eagles, spielt übrigens in der Damen-Eishockey-Bundesliga 2. Vielleicht geht sich auch das eine oder andere Spiel aus, das wir es hier auf FS1 zeigen. Ja, bislang ein sehr ausgeglichenes Spiel. Keine der beiden Torfrauen ließ sich bislang in diesem zweiten Drittel bezwingen, was auch zur Folge hat, dass es hier bislang im Schlussdrittel kein einziges Tor zu sehen gab. Wiederum die Eagles. Der ISC Planik bleibt an der Scheibe. Ja, noch ein kurzer Zweikampf, aber dieses Mal konnte sich Anna Doppler durchsetzen und einen weiteren Gegentreffer verhindern. Wiederum die Spielerinnen aus Planegg. Ja, dieses Mal in der eigenen Verteidigungszone, das könnte durchaus ins Auge gehen. Ja. Mangelnder Einsatz ist den Spielerinnen des TC Salzburg Eagles auf gar keinen Fall vorzuwerfen. Wiederum gute Parade von Anna Doppler. Ja, und auch dieses Mal befinden wir uns in der Schlussphase dieses Schlussdrittels beim Spielstand von 2:2. Spiel natürlich unterbrochen. Und ja, wie gesagt, bei einem Freundschaftsspiel obliegt es den Mannschaften zu entscheiden, ob es eine Overtime bzw. ein Penaltyschießen gibt oder ob es nach drei Dritteln auch bei einem Unentschieden das Spiel beendet ist. Wie sich die Mannschaften da entscheiden, das werden wir noch sehen. Oder vielleicht fällt ja auch in diesem Schlussdrittel noch ein weiterer Treffer, der, somit kann ich mich festlegen, wohl entscheidend sein wird. Wiederum die Eagles. Schuss, gut gemacht, aber doch sehr deutlich am Tor der Planeckerinnen vorbei. Ja, war keine schlechte Idee. Aber auch Anna Doppler im Tor des TC Salzburg Eagles hat in dieser Phase sehr, sehr gut
aufgepasst. Ja, das Spiel geht bislang hin und her. Aktuelle Spielsituation 5 gegen 5. Pass zur Mitte. Ja, nicht schlecht angedacht, aber da könnte durchaus noch mehr gehen. Und das gilt für beide Seiten. Bislang spielt sich allerdings das Spielgeschehen hauptsächlich in der neutralen Zone ab. Ja, gut aufgepasst von Anna Doppler, steht dort, wo eine Torfrau zu stehen hat. Ah, gut reagiert. Und das Spiel wird mit einem weiteren Pulli vor dem Tor von Anna Doppler fortgesetzt. Natürlich wechseln die Spielerinnen laufend durch, wie es auch in einem Eishockeyspiel üblich ist. Wiederum die Eagles, die sich nicht aus der Verteidigungszone befreien können. Schuss! Aber dieses Mal haben die Spielerinnen sehr gut aufgepasst und das war der Schlussserie der Spielstand nach 3 Dritteln 2 zu 2. Da das Spiel nach 3 Dritteln 2 zu 2 unentschieden stand, ging es wie in der European Women Hockey League auch üblich in die Overtime. Und in dieser Overtime gab es sehr schnell einen Sieger und welche Mannschaft letzten Endes das entscheidende Tor erzielen konnte, das sehen wir jetzt. Wir befinden uns in der Overtime des letzten Vorbereitungsspiels zwischen dem TC Salzburg Eagles und dem SC Planegg, bei dem es 2 zu 2 steht. Jetzt schöne Kontermöglichkeit, wird das ein Tor? Jawohl! Da ist das 3 zu 2 und der letzten Endes alles entscheidende Treffer. Bereits 15 Sekunden nach Beginn, der Jubel natürlich bei den Eagles entsprechend groß und der Sieg war letzten Endes verdient. TC Salzburg Eagles gelang es, bereits nach 15 Sekunden den Puck im gegnerischen Tor unterzubringen und somit das 3 zu 2 nach Verlängerung sicherzustellen. Alles in allem ein sehr erfolgreicher Test der Salzburgerinnen und macht natürlich Lust auf mehr. Ob es den Salzburgerinnen auch in der Liga so gut gehen wird, das werde ich euch noch im Laufe dieser Saison verraten. Und mit diesen Informationen sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe der Powerplay angelangt. Ich hoffe, die erste Ausgabe der Sendung Powerplay der neuen Saison hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Vor der Kamera verabschiedet sich euer Sportreporter Markus Dorn.